Und hier geht schon weiter mit Let's Play Mirror's Edge bzw. Lauf vor dem behinderten Kopf weg. Wir sind hier beim vor dem Kopf weglaufen dabei gerade. Und wir brechen uns hier gerade alles, was uns hier so grob in den Sinn kommt. Da unten oder von hinten, von wo ballern die? Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Jetzt verdammt, schon wieder. Kaffee über die Tastatur geklärt. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Oh, das wäre sogar schon das Ende von der Map gewesen. Interessant. Wie einfach bloß von einem einen Haus zu einem anderen reicht, um zu entkommen. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Der sieht auch ein bisschen rot aus, der Kerl. Saß der ein bisschen zu lange unter seiner Freundin, oder wie? Ich habe ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie noch mal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Nächster Kerl, ist er korrupt oder nicht? Ich check's nicht. Ach, wir sind auf dem nächsten Dach und da kommt die nächste Polizei. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Miete. Ist das Roadburns Park? Vielleicht. Für mich sah die von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Warnung, Hochspannung. Na, okay, das fängt schon gut an. Ich habe wieder keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Wieso müssen wir jetzt auf einmal zu diesem komischen... Ja, zu diesem komischen Ding rüber. Zu dem komischen Helikopter. Da kriegt man doch nur wieder auf den Sack. Wieso? Ich habe das Gefühl, diese Tante ist nicht sonderlich intelligent. Die hat so das Prinzip des geringsten Widerstands noch nicht richtig verstanden. Habe ich das Gefühl. Die muss unbedingt voll Rambo spielen in einem... Nicht-Shooter. Das ist irgendwie eigenartig, aber na gut. Wir wollen trotzdem mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Wir müssen jetzt hier irgendwo hoch. Ich frage mich gerade bloß, wie am geschicktesten. Wir müssen hier rüber weiter. Ach, darüber geht's nicht weiter. Hier ist aber dieses komische Hochspannungsding. Und ich habe zwar keine Ahnung, wie wir hier weiter könnten. Hier hoch kommen wir nämlich auch nicht, aber hier rüber war richtig, glaube ich. Hochspannung, ja. You don't say. Hier ist überall außenrum. Ach, hier! Oh, fucking Knopf! Die muss man halt erstmal finden. Okay, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich einfach mal mir diese ganzen Richtungshinweise mir mal reinziehen würde, die man eigentlich hier mit der Alt-Taste bekommen würde. Ich glaube, dann könnte ich hier... Ja, es geht da einfach auf dieses fucking Dach hoch. Das war ein fucking Schritt. Ja, wenn ich mir das ein bisschen öfter hier reinziehen würde. Und ich glaube, ich bin hier sehr gut gerade dabei. Ah, sind wir jetzt direkt hier oben? Sehr schön. Wo geht's denn hier aber weiter? Nach unten geht's hier nicht. Also müssen wir hier rüber? Nee. Ich
Hätte das gesagt, wir müssen dort hoch. Aber das gibt hier gerade irgendwie keinen Sinn, muss ich sagen. Also müsste es irgendwo anders einen Weg geben. Oder bin ich einfach nur doof? Ich glaube, ich bin gerade einfach nur doof. Oder muss man hier tatsächlich den Power Move machen? Oder kann man hier auf dem Ding hochgehen? Nee, das geht auch nicht. Oder hier echt weiter hochklettern, aber es geht ja gar nicht. Beziehungsweise da unten. Ach, dort unten! Oh Gott. Aber da hinten hätte noch irgendwas sein sollen oder müssen, weil da ja noch dieses lustige Zeichen war. Bin ich jetzt von dort gerade rein? Es hat mich gerade so hart rumgedreht, dass ich... Das ist doch ein Beleuchtungsfehler hier, oder? What the fuck einfach. Na gut. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Es ist ein Labyrinth und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Einen Weg nach oben durchs Labyrinth. Okay, das kriege ich hin. Auch wenn ich hier nicht sonderlich viel sehe. Da drüben geht es weiter, also... Machen wir das mal so und so und... Es ist ja auch zu einfach, einen normalen Weg zu gehen. Wie zum Beispiel durch ein Treppenhaus oder... Keine Ahnung, ein Aufzug oder... Bitte durch. Keine Ahnung was. Nein, sie ist nicht durch. Wo sollte sie denn durch sein? Das heißt dann wohl nein. Ja, genau, das heißt nein. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hier bin. Und wie es hier weitergehen würde. Hier könnte es weitergehen, wenn hier die Sachen nicht so eigenartig wären. Aber wir müssen hier anscheinend irgendwie hochkommen. Und das Ding. Das heißt, wir müssen auf diesen Vorsprung. Aber hier irgendwie hochspringen ist irgendwie nicht so ganz drin. Zumindest wüsste ich nicht, wie ich das richtig angehen soll. Ah, so kann ich es vielleicht machen. Ha, so kommt man da super hoch. Geiler Scheiß. Und so kommen wir auch hier rüber. Und so kommen wir auch hier hoch. Oh, das war gar nicht so hart, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hier haben wir sogar eine Leiter. Und wieso ist sie jetzt unbedingt zu diesem komischen Helikopter hin will, verstehe ich auch nicht. Der wäre doch eigentlich schon auch längst wieder weg, weil keiner parkt den fucking Helikopter so lange dort hinten. So. Komm, okay, dann drehen wir uns mal in die andere Richtung um. Das geht auch nicht. Also ich muss schon nach rechts rum. Ah, ja, geh mal weiter, blöder Arsch. Blöder Tante. So, dann merken wir, Frauen sind anscheinend parkourunfähig. Oder wie auch immer man das nennen könnte. So. So. Wo sind wir jetzt hier? Muss ich jetzt hier runter? Kann ja nicht schaden. Hier muss doch irgendwas sein, wo es hier weitergeht. Man jagt mich doch hier nicht umsonst rein, oder? Oder anscheinend doch. Hä? Ja, Bitch, das ist einfach bloß eine fucking Sackgasse hier. Ich kann jetzt höchstens wieder versuchen, hochzukommen. Zu dem tollen Ding hier. Aber das ist nicht so einfach. Müsste ich praktisch an der Wand hochlaufen und mich in die andere Richtung abstoßen. Okay, das wäre dann praktisch dieses Kuhspringen. So, genau. Ah, wo könnte es denn hier weitergehen? Na, da unten kann man nichts auftreten oder sonstigen Scheiß machen. Und jetzt dort hinter zurückkommen, halte ich für extrem schwer. Ah, nein. Ah, fuck. Das ist wieder so ein Ding, oder? Oh Gott, dieses Spiel ist einfach so behindert. So behindert, tut mir leid.
Das ist einfach Gängelung der Spieler. Und ich bin gerade gestorben an... Was? An fucking was? An dem Zeug, was da oben runterkommt, oder was? Und wie kann ich das ausmachen? Ah, hier oben. Okay. Damit hätten wir das schon mal geklärt. Die neue Eigenartigkeit der Eigenartigkeiten. Die uns einfach so umnatzt. Es wäre bloß die Frage gewesen, ob man nicht hätte rüberspringen können, eventuell. Immerhin kann man sich hier auf der Leiter mehr umgucken, als wenn man irgendwo runterslidet. So, ja, wieder ein bisschen Schwung und Maustaste, damit das Ding aufgestoßen werden kann. Und da! Shit. Es fällt nicht auf. Vertrauen sollen. Er gehört zu Roburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Wo sind die hin? Die hätten mich doch hier gerade... Wieso kann die nicht springen, die Schlampe? Ich muss doch einfach bloß da oben rüber. Okay. Ja, muss ich auch nur. Access to Rooftop. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht dich. Was will der? Was zum Teufel will der? Und wieso stehst du nicht auf? Du hättest schon vor 5 Minuten noch aufstehen können. Und ich hätte das Ding gerade blocken müssen, oder was? Wahrscheinlich. Okay, nochmal. Oder? Oder ist es... Ja, nochmal. Gut. Ja, ja, das haben wir schon gesehen. Kann man das hier auch irgendwie überspringen? Ich glaube schon, weil ich glaube, ich habe schon mal auch so gesehen, was übersprungen. So. Ja, mir geht's gut. Wenn er jetzt hier gleich runterkommt, dann wird man seine Waffe so komisch erode. Zwar, wenn das hier auf einen zuläuft, zup. Habe ich es geblockt oder nicht? Nein. Habe ich nicht. Dafür darf ich es mir jetzt in Slow Motion angucken. Oh, fuck. Kann man das auch hier irgendwie schneller überspringen? Ich will mir nicht dauernd über diesen Dreck angucken müssen. Mal schauen, ob man das hier eventuell mit... Nein, es gibt kein Überspringen für den Scheiß. Na gut, dann müssen wir uns das wahrscheinlich ein bisschen angucken. Oder öfter angucken, bis ich das endlich mal hinbekommen habe. Ihm das komische Röhrchen abzunehmen. So. Machen wir dieses Slow-Motion-Ding halt ein bisschen früher an. Und zwar jetzt schon. Und so. Damit hätten wir das und schmeißt ihn jetzt da runter. Das wäre richtig lustig. Und er fällt da jetzt runter, oder was? Schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar. Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pope erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Ah, bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Klar. Klar. Ah! Ah! Shit, Merk, hier schießt jemand. Roburn hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Das da drüben war doch gerade der Polizist, oder? Ich glaube schon. So, dann schauen wir mal, wie lange muss ich einfach aus dieser Tür wieder raus. Hier geht's wieder zum Rooftop. Das ist der noch bekannt. Oh Gott, das war hier so eine Ladezone, war, hat es nicht direkt funktioniert. Hier war doch gerade ein Aufzug. Holy fucking shit. Okay, wir laufen einfach mal hier unten rum. Das kommt mir wieder nicht durch, ey. Hier. Buller! Wieso hat der mich schon wieder platt machen können? Ich hab grad echt rechte Maustaste gedrückt.
als er den Scheiß gemacht hat. Habe ich das zu früh gedrückt? Ich glaub's einfach nicht. Ich dachte eigentlich, jetzt krieg ich endlich mal das fucking Timing für das Ding hin, aber das ist irgendwie total fucking random. Ich habe das Gefühl, ich schaff das gar nicht. Verdächtige Gesichter. Ohne dieses Ding hier. So. Okay, das geht echt nicht ohne Slow Motion. Das finde ich richtig asozial. Ah, komm, mach doch die fucking Tür auf. Das ist echt so unglaublich behindert. Ach, jetzt hatte ich das Ding hier gar nicht an. So, jetzt habe ich immer die scheiß Waffe. Dann, das heißt, ich kann hier wieder ein bisschen Ruhe verbreiten. Alter, die hat auch ein paar lustige Moves hier drauf. Ach, habe ich jetzt schon beide... Ach, die, weil die hintereinander standen, habe ich sie jetzt... alle genutzt. Okay, warte, dann nehme ich mir hier kurz die andere Waffe von denen. Weil irgendwie höre ich hier noch... die... scheiß Sachen hier. Ach, das ist einfach bloß so ein Gang, wo keiner rauskommt. Okay. Dann nehmen wir uns hier mal eine richtige Waffe und gehen einfach nochmal weiter, weil das irgendwie dieses Spiel total lächerlich einfach macht. Da kann man zwar die ganzen Parkour-Teile nicht machen. Ach, fuck, ey. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Lass mich raten, ich muss an das Ding da drüber springen. Ach nein, hier gibt's einen Knopf. Benutzen wir den Knopf. Damit können wir... wow, wahnsinnig schnell Aufzug fahren. War das der Notding oder was? Alter, das Ding muss doch scheiß heiß sein. Alter, das ist... die rennt doch hier immer nur mit T-Shirt rum. Die kranke Irre, ey. So, jetzt können wir immerhin hier gescheit durchgehen. Im Aufzugsschacht ist die schon lange nicht mehr, ey. Jetzt kann ich hier praktisch zwei Türen benutzen, oder wie? Lass es einfach los, wir müssen nämlich hier hoch. Das Signal verstärken. Manchmal verstehe ich dieses Spiel echt nicht. Komm, rauf da! Rauf! Rauf! Ach, jetzt kann die nicht umgreifen, weil die scheiß Latten da dazwischen ist. Ach komm, dann dreh dich in die andere fucking Richtung um! Das ist doch voll behindert. Auf einer Behinderungsskala von voll behindert bis ultra behindert kann ich diesem Spiel volle 80 Punkte geben von 10. So. Was mache ich überhaupt hier oben? Gar nichts. Wahrscheinlich. Wieso hat er mir dann vorgeschlagen, diese fucking Rohren zu benutzen? Das ist die Tür, die ich aufgetreten habe. Weil ich hier alles auftreten muss. Ah, hier oben könnte man weiterkommen. Ah, deswegen hat er mir das vorgeschlagen. Okay, dann gibt das Ganze natürlich wieder Sinn. Ist aber wieder ziemlich bedenklich gemacht, dass man das nicht beurteilen kann, wo es lang geht, bevor man nicht mindestens einmal um die Ecke geguckt hat. Ah, komm! Die ist echt so blöd zum Scheißen, diese Frau. Das ist unglaublich. Ich versuche jetzt aber einfach das Ding hier zu machen. Aber die kann einfach auch nicht dieses Ding hochlaufen, oder was? Dann halt nicht. Ist ja nicht so, als wäre das einfacher da. Weil es an einer glatten Wand, wo man keine lustigen Absprungdinger hat. Jetzt ist sie tatsächlich mit dem Kopf an die Scheißdecke gesprungen. Ich verstehe dieses Spiel ernsthaft nicht. Gott sei Dank muss man diese Parts hier noch nicht unter irgendwelchen Druck von der Polizei oder so machen. Und ich weiß auch nicht, wie man da um die Ecke laufen kann. Oder kann man da einfach dann weiterlaufen, ohne dass man irgendwas springen... ohne dass man irgendwas drücken muss. Das wäre natürlich sehr entgegenkommend für den Spieler, aber irgendwie bezweifle ich das. Ich probiere es aber trotzdem einfach mal aus.
und es ist natürlich nicht so. Aber wir stehen es auf diesem Ding drauf. Oder auch nicht. Ist alles ein bisschen komisch, aber ich versuche jetzt einfach nochmal darüber zu kommen. Wenn wir es geschafft haben, dann brauche ich echt mal Wiederholungspause von diesem Schwachsinn hier. Ach so, die könnte auch direkt dort an diese fucking Stange ranspringen. Okay, dann probieren wir das mal aus. Ich glaube, da tue ich mir gerade leichter, als wenn ich versuche, dort an das Ding hinzuspringen. Okay, einmal. Und nein, das war nicht mal laufen, meine Liebe. Das war einfach nur dumm fallen. Richtig, richtig dumm fallen. Wie fucking weit muss man springen, um an dieses Ding ranzukommen? Alter. Das war einfach der Sprung des Jahrtausends. Davon abgesehen, dass es physikalisch schon möglich ist, diesen Move wahrscheinlich zu fucking machen. Wenn man wenigstens hier eine Abkürzung bekommen würde hier rauf. Ey, das ist... Der Sprung selbst ist schon echt total behindert. Na gut. Jetzt bin ich schon wieder zu früh gesprungen, glaube ich. Ich bleib hier an diesem Rohr da hängen, habe ich das Gefühl. Da muss ich mir irgendwas ausdenken. Wie man das irgendwie besser hinbekommen könnte. So nochmal. Das war... Alter, ich stehe fast unter dem Schacht. Aber ich bin nicht an das fucking Ding dort oben hingekommen. Das kann doch nicht sein. Ich habe echt keinen Peil, wie das richtig funktionieren könnte. Okay, so geht es auch. Ich bin jetzt über die fucking Stange gelaufen. What? What the fuck einfach. What the fucking fuck. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor dem Kopf. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Gut. Schön, dass wir Renovierungsarbeiten sind. Weil das ist sehr gut, dass wir einmal kurz ausspannen kann. Einmal sich dehnen und eine Runde Pause machen. Denn das ist echt anstrengend, dieses Spiel. Dass man sich da nicht durchgehend aufregt, weil man irgendwas nicht gepackt hat. Da mache ich wieder eine Pause für heute. Und ich melde mich morgen wieder zurück, wenn es wieder heißt Let's Play Mirror's Edge. Servus.